Hallo, grüß euch. Heute habe ich wieder ein paar Aquarellblumen für euch. Ich verwende wieder das Aquarellbuch von Kunst und Papier. Das ist fast ein quadratisches Format. Das Papier finde ich ganz gut. Das ist nicht so dick. Es wälzt sich natürlich manchmal besser, aber für ein Art Journal finde ich es eigentlich ganz prima. Ich kritzel meine Blumen vor und zwar verwende ich dafür einfach wasserlösliche Buntstifte. Das sind die Derwent Intense Stifte. Da könnt ihr aber jeden anderen Aquarell-Buntstift auch verwenden. Ich mache das wirklich ganz locker. Also ich halte den Stift ganz hinten und ich kritzel mir das einfach auf die Seite. Wenn ihr jetzt keine Idee für so eine Komposition habt, da könnt ihr euch einfach Referenzfoto im Internet suchen. Dann habt ihr so ein bisschen eine Vorstellung, wo man die Blätter vielleicht hinmalt oder wo man die Blüten hinmalt und wo auch die Schatten sind. Ich feuchte die Blume erst einmal an, bevor ich dann mit der Farbe reingehe. Da sieht man schon, da löst sich so ein bisschen was von den Buntstiften an. Und ich verwende halt mal nicht einen Rundpinsel, einen normalen, sondern so einen Katzalon-Pinsel. Das ist, glaube ich, vom Gerstecker einer. Also ich kaufe aber bei kreativ.de ein und da gibt es eben diese ganzen Gerstecker-Materialien. Ich finde es mir ganz interessant, einfach einen anderen Pinsel herzunehmen. Generell nehme ich meistens einen normalen Rundpinsel her. Der hier hat halt eine ganz eine feine Spitze. Also ist einfach mal eine nette Spielerei. Ihr achtet bei den Blumen wieder darauf, dass sie auf jeden Fall weiße Stellen lasst, damit ihr ein paar Highlights habt und damit das Ganze nicht zu platt ausschaut. Für die Blüten verwende ich die Nasse-Nass-Technik. Das heißt, dass ich einfach mit dem Rotschuh reingegangen bin, wo das Gelb nur feucht war. Und ich verwende jetzt außerdem auch noch mal ein bisschen Wasser und feuchte den Hintergrund an ein paar Stellen an und berühre damit die Blumen, sodass die Farbe so ein bisschen in den Hintergrund reinläuft. Während die Blüten noch nass sind, gehe ich nochmal mit den wasserlöslichen Stiften drauf und mache einfach ein bisschen Textur rein. Was da toll ist, durch die Feuchtigkeit werden die Pigmente von den Stiften sofort angelöst und man kriegt interessante Striche und vor allem mit einer großen Variation und das macht das Ganze halt einfach ein bisschen spannender. Die Blütenmitte gestalte ich jetzt einfach mal mit einem wasserlöslichen Graphitstift, aber da verwende ich nachher auch noch Aquarellfarbe. Für die Blätter verwende ich so eine granulierende Farbe von Van Gogh, das ist dieses Dusk Yellow, Dämmerungs-Yellow heißt es. Die Farben finde ich super, die sind nämlich nicht zu so teuer und sind wirklich schön, da muss man jetzt gar nicht zu viel Geld ausgeben. Ich verwende noch ein bisschen einen dunkleren Ton. Ich glaube, dass ich da Ultramarin mit diesem Dusk Yellow gemischt habe.
Was ich nicht mehr so genau, es ist auch nicht so wichtig. Es ist eigentlich egal, welche Farben das ihr hernimmt, ihr nehmt einfach das, was ihr habt. Und man muss da einfach ein bisschen experimentieren und ausprobieren, welche Farbkombination einem gefällt. Mir persönlich gefällt zum Beispiel so ganz normales Standardgrün überhaupt nicht. Mag ich überhaupt nicht gern. Und theoretisch gehört es ja eigentlich zu Blermi dazu. Aber ich mag eigentlich lieber so ein Blaugrün oder dann ein Olivgrün. Solange die Blätter noch feucht sind, zirke ich die gleich mit diesem wasserlöslichen Graphitstift nach. Da kriegt man richtig dunkle Linie. Das macht das Ganze ein bisschen spannender. Ich drucke immer unterschiedlich stark auf, sodass ihr ein bisschen eine Variation bei den Linien bekommt. Also mal ein paar dickere und ein paar dünnere. Damit so ein Aquarellbild mehr Tiefe kriegt, muss man eigentlich mehrere Schichten aufbauen. Das kriegt man einfach mit einem Layer oder mit einer Schicht nicht hin. Und ich finde, das ist da der Punkt, wo es halt ein bisschen schwierig wird beim Aquarellmalen. Und das ist eine App, was man einfach ein bisschen üben muss. Und ich finde gerade solche schnellen Sachen im Art Journal sind optimal dafür, weil man hat nun nicht so viel Zeit verwendet. Und wenn man dann irgendwie das Beutel vielleicht doch versaut, sage ich jetzt mal, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm, weil das war jetzt einfach nicht, ist nicht so viel Zeit dabei draufgegangen und es ist auf jeden Fall immer eine gute Übung. Es ist halt wichtig, dass man nicht alles vollmalt, dass man immer einfach nur was von der unteren Schicht übrig lässt und auch was von dem Weiß, damit Highlights da sind, weil sonst schaut das Ganze einfach nur platt aus. Und man muss ja manchmal einfach trauen, mit wirklich einer kontrastreicheren Farbe nur mal drüber zu gehen. Ich mache die Schatten vor die Blätter nur mal ein bisschen dunkler, damit die Blumen ein bisschen mehr hervorstechen. Ich habe euch wie immer unten in der Videobeschreibung meinen Blogpost verlinkt, da könnt ihr euch Fotos anschauen von der Seite. Ich gehe jetzt auch nochmal mit einer noch dunkleren Farbe in die Blütenreihe, um wirklich richtige so eine Art Schattenreihe zu malen, damit das einfach ein bisschen mehr Dimension kriegt. Es ist also ein bisschen Übungssache, wie lange man was trocknen lassen muss, weil wenn es natürlich zu nass ist, dann vermischt sich die dunkle Farbe komplett. Wenn es 100% trocken ist, dann muss man vielleicht noch ein bisschen anfeuchten, damit sie es ein bisschen besser verblendet. Also das sind aber einfach so Sachen, die man mit der Zeit kriegt man da ein Gefühl dafür. Wenn das Ganze getrocknet ist, kämen wie immer noch ein paar Farbspritzer drauf. Ich finde, das passt eigentlich immer gut und lockert das Ganze ein bisschen auf. Ja, und da seht ihr die fertigen Blumen. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Pfiat euch!